Hey Leute, hier ist Sebastian Glöckner. Hier geht es um das Thema Online-Business und ich bin immer noch am Rhein, wie in meinem letzten Video auch. Ihr seht, ich habe leider meinen Cappy nicht dabei, deswegen leider ein bisschen sehr geblendet. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen erkennen. In meinem letzten Video habe ich darüber gesprochen, über das Thema Machen, Machen, Machen. Also ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Das ist total wertvoll, dass du es entweder selber machst, dass du vielleicht mal ein paar Jahre oder so in irgendwas reinsteckst oder ein paar Monate wirklich alles ausprobierst, dann kannst du richtig mitreden oder und du weißt auch, was läuft und was nicht. Oder du holst dir halt einen Coach, der dir das halt dann erklärt und dir diese ganzen Fehler abkürzt. Und mal ist das besser, mal ist das besser. Es gibt Sachen, die möchte ich gern selber ausprobieren und wenn mir was wichtig ist, wenn ich ein Ziel erreichen will, dann führt kein Weg an einem Coach vorbei. Oder an einem sehr, sehr teuren Online-Kurs, der wirklich sehr wichtige Hacks drin hat. Und da jetzt die Überleitung ist in diesem Video, möchte ich euch sagen, ausprobieren, starten. Also, wenn du was online machen willst, wenn du online Geld verdienen willst, so wie ich damals. Ich hatte damals 2014 diesen Traum, ich will unbedingt online Geld verdienen. Ich will nicht mehr abhängig sein von meinem Chef. Ich will nicht mehr abhängig sein von einem Chef, sagen wir es mal so. Ja, also ist ja nichts gegen einen Chef oder so zu sagen. Aber ich will nicht mehr abhängig sein von einer Einnahmenquelle. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Immer nur, dass alles an einem seidenen Faden hängt. Und die Frage ist halt, wann man startet. Du kannst ja erstmal auf ein paar Online-Marketing-Veranstaltungen gehen, kannst ein paar Bücher durchlesen. Irgendwann hast du das ganze Regal voll mit diesen Büchern. Ne? Diese ganzen Bücher, die wir alle haben, von den bekannten Gurus. Ne? Und wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um loszulegen? Und ich sag dir, so schnell wie möglich. Und das ist jetzt nicht nur so ein Spruch, wie alle sagen, ne? Ja, du musst jetzt ganz schnell starten oder so. Und sondern ich meine in kleinen Dosierungen. Das ist mir schon klar, dass du nicht innerhalb von, bleiben wir mal beim Thema Online-Kurse oder so, wo ich ja der Experte für bin hauptsächlich, ne, oder am bekanntesten dafür bin, dass du jetzt direkt zwei, drei perfekte Udemy-Kurse machst, die dir ein paar tausend Euro im Monat bringen. Das ist klar, dass es nicht geht. Innerhalb, also doch, vielleicht, wenn ich dir helfe, vielleicht schon, aber es ist nicht so realistisch, dass du jetzt direkt sagst, ich will im ersten Monat 2000 Euro verdienen. Haben wir schon gehabt mit den Coaches, aber das ist jetzt nicht so der Standardfall, dass jeder direkt 2000 Euro verdient. Man muss schon ein bisschen arbeiten. Aber du sollst auf jeden Fall keine Angst haben. Du sollst zum Beispiel große Ziele setzen und sagen, okay, irgendwann werde ich 10.000 oder 20.000 Euro im Monat verdienen mit meinen Online-Kursen, aber natürlich nicht im ersten Monat, vielleicht nach ein paar Monaten erst oder vielleicht auch erst nach 2 Jahren. Das hängt so ein bisschen davon ab, von vielen Faktoren, wie schnell du bist, wie viel Zeit du vor allem hast. Wenn du alles machst, was ich dir sage, dann bist du ratzfatz da. Aber es wird Sachen geben, die ich dir sage, die du vielleicht nicht machen willst. Nicht sofort, vielleicht erst später. Und deswegen dauert es dann halt länger. Es kann sein, dass du gerade nicht so viel Zeit hast, alles zu machen, was ich dir sage. Oder keine Lust, oder es kommt was Privates dazwischen. Und das ist auch vollkommen okay. Ja? Ich will es dir nur sagen, da ist immer eine Variante. Du musst nur irgendwas machen. Das heißt, bevor du wartest auf den großen Big Bang, du wartest auf den krassen Durchbruch oder ja, irgendwann habe ich Zeit und dann werde ich es hier so richtig loslegen, dann werde ich den ganzen Markt rasieren. Kannst du lange warten. Du musst einfach mal anfangen. Du musst anfangen mit deinem Online-Business. Du musst anfangen mit deinem Kurs, mit deinen Online-Kursen. Das heißt, im Online-Business zum Beispiel, wenn du einen Kurs machst, leg den Kurs schon mal an, ja, mach dir schon mal eine Struktur, überleg dir schon mal schon ein bisschen Nischenfindung. Klar, du hast es viel einfacher, wenn du zum Beispiel von mir was Wissen dazu kaufst, wie du Nischenfindung machst oder so. Ne? Aber selbst wenn du 0 Euro ausgeben willst, kannst du irgendwas schon mal machen.
Und wenn es auch nur ist, zu überlegen, welche Fragen du mir stellst, wenn ich jetzt zum Beispiel dein Coach wäre. Und du würdest sagen, ja, ich würde gerne einen Coach haben, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich muss erstmal hier 50 Fragen aufschreiben. Und dass du wenigstens schon mal die 50 Fragen aufgeschrieben hast, die du mir dann stellst oder so, falls wir mal telefonieren. Und du musst halt irgendwas konstant machen, dass du mal irgendwie ein bisschen Zeit dir jede Woche wegnimmst. Und wenn du das gar nicht kannst oder dann sagst, ich schaff's einfach nicht, ja okay, dann kann ich dir auch helfen als Coach mit dem Zeitmanagement. Also da habe ich mich jetzt mittlerweile auch darauf spezialisiert, seitdem ein Kunde mir mal gesagt hat, kannst du dich nicht öfter melden oder so. Oder ich habe ihm gesagt, du kannst dich melden bei mir so oft du willst. Ja, du hast mich gebucht als 1:1 Coach. Du hast Geld bezahlt. Und der hat es aber nicht gemacht. Und dann habe ich mir angewöhnt, mich bei meinen Coaching-Kunden regelmäßig zu melden. Ja, und sage, hey, kann ich dir bei irgendwas helfen? Wie sieht's aus? Was sind deine nächsten Schritte? Die Leute auch immer mal wieder, ne, so, das musst du jetzt machen, mach das diese Woche, mach das nächste Woche. Das kann auch sehr, sehr helfen, dass, wenn dir jemand hilft, der Coach einfach beim Zeitmanagement, so blöd wie es klingt, aber die meisten Leute haben damit Probleme. Und das ist auch keine Schande, ja. Also, Zusammenfassung, wenn du Online-Geld verdienen willst, fang an mit irgendwas, ja. Am besten natürlich strategisch, dass du zum Beispiel sagst, ich starte dieses Jahr durch, ich steige ein zum Beispiel in so ein Coaching-Programm und vorher abchecken, lohnt sich das für mich, was kriege ich dafür zurück, ist mir das wert, ja. Ist es mir wert, 2 Jahre zu sparen für ein paar tausend Euro, ja oder nein? Wenn nein, lieber selber machen. Ne? Oder ne, ist es mir wert, dieses Wissen von dem Experten zu haben? Ich bin ja nicht der Einzige. Ne? Es gibt ja auch Experten für Funnel, es gibt ja Experten für High-Price-Verkauf und so. Ist mir wert oder nein? Spare ich mir die Zeit, hole ich mir das oder muss ich mich erstmal 3 Jahre durch den Dschungel wühlen? Mach dir erstmal ein Konzept. Aber fang an. Ja, und wenn du gar keinen Plan hast, fang trotzdem an. Mach dann wenigstens mach mal deine Homepage, registrier mal deine Homepage, schau mal an, ob du, das ist elendig viel Arbeit, wenn du keine Hilfe hast. Also wenn du niemanden hast, der dir das vormacht, ist es eine verdammte Arbeit. Aber hey, dann fang trotzdem an, dann mach's halt, ja. Fang an und registrier deine Webseite, hol dir deine Domain, installier mal WordPress, spiel ein bisschen rum. Wenn du dann bereit bist, Hilfe anzunehmen, kannst du immer noch den Coach fragen. Hey, übrigens, ich stehe hier und hier, kannst du mir mal erklären? Und dann hast du wenigstens so ein bisschen, wenn er dir dann alles erklärt und in 5 Minuten einrichtet, ärgerst du dich zwar trotzdem, dass du es nicht vorher gemacht hast, aber du weißt wenigstens, warum du ihn gekauft hast ungefähr. Du weißt noch ein bisschen mehr zu schätzen. Du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen, dass du vorher angefangen hast. Du wirst es vielleicht bereuen, dass du ihn nicht früher engagiert hast. Das habe ich auch schon oft. Ich habe so lange gebraucht, bis ich meinen Coach vor letzten Jahr, bis ich mich entschlossen habe, dem diese 5.000 Euro zu geben. Oder das waren 7.000 oder so. Aber hinterher habe ich eher gedacht, hätte ich besser früher gemacht. Ich habe aber trotzdem nicht bereut, dass ich vorher alleine so ein bisschen was gemacht habe. Ich habe mich nur geärgert über die verlorene Zeit. Aber die Erfahrungen waren ganz gut. Ja? Das heißt, wenn du dich jetzt wirklich nicht entscheiden kannst, irgendwas zu kaufen oder so, dann fang trotzdem an. Mach's. Guck einfach mal, wie weit du kommst. Und du wirst wahrscheinlich sehen, dass es sehr, sehr aufwendig ist, es nicht so viel Spaß macht. Aber das ist immer noch besser, als gar nichts zu machen. Also, sag mal, was du davon hältst, von der ganzen Geschichte. Und abonniere den Kanal und sag mir, zu welchen Themen du noch mehr hören möchtest. Bis dann, dein Sebastian.